Moin, hier ist Heini. Schön, dass ihr auf meinen Kanal kommt. Nicht kommt, seid. Ich möchte heute wieder was ganz voll Tolles vorstellen. Und aber mal richtig toll. Also ist mal richtig, richtig toll. Richtig, richtig cool. Und zwar der Atomstack X20 Pro. Mit Air Assistant, ne? Mega geil. Ich habe den schon zusammengebaut, weil ich habe ja gesagt, ich baue die ganzen Geräte immer schon zusammen. Da braucht nicht dabei sein. Aber ich kann euch sagen, Zusammenbau war 20 Minuten ungefähr. Also das, wie gesagt, ist ja schon alles fast formatiert. Du musst ja immer nur die Ecken, also hier die Metall-Alu-Dinger, ne, zusammenschrauben, das Ding drauf. Dann musst du den Riemen da rein und fertig. Ne, und das geht. Da will ich dann noch einen Trick verraten. Aber es geht so schnell und das war's dann. Die Kabel sind ja schon alle vorinstalliert. Ne, brauchst du ja nur reinstecken. Ich glaube, waren 5 Kabel einfach reinstecken. Da brauchst du nichts verdrahten, kein gar nichts. Ne? Also geht richtig immer. Geht immer richtig total schnell. Ich habe das natürlich jetzt nicht festgemacht, weil das muss ich ja wieder auseinanderbauen. Mit Kabelbinder wollte ich nicht. Wo sind die Kabelbinder? Da. Die Kabelbinder, ne? Kommen wir gleich zu, weil ich das ja wieder auseinanderbauen muss und von daher passt das. So, jetzt wollen wir mal ein paar Daten sagen. Der, ich habe ja so eine schlaue Seite drauf, ne? 32-Bit Motherboard ist das, ne? Und der hat auch, wie gesagt, 20 Watt. Also der hat richtig Wumms. Der soll anscheinend auch Stahl schneiden können, aber 0,05 mm. Also ist mehr so Alufolie oder so. Aber der Weg geht schon mal einen richtigen Schritt. Wie gesagt, ich habe aber keinen Stahl dabei. Ich kann mal, wie gesagt, ich habe da zusammengebaut alles. Ne? Man muss ja auch ein bisschen luren. Der ist dabei. Die Brille ist immer A und O, ist ganz wichtig. Das Geile ja hier dran an dieser Atomstack ist, du hast ja hier schon so einen Schutz drin, ne? Da du hier reingucken kannst, wie gesagt, ich muss trotzdem mit Brille empfehlen, aber du kannst da reingucken, ohne dass du gleich blind bist oder verblendet wirst von dieser Laserstrahlstreuung, ne? Kannst du, ist ja auch verspiegelt, richtig cool. Hier, Beschreibung kommen wir gleich zu, ich will mal kurz eben sagen, was da hier alles dabei ist, ne? Hier ist aus Metall, hochwertig, Abstandshalter, der kommt da rein, werden wir auch gleich mal vorstellen. Und bisschen Löcher Holz zum Testen. Ich nehme ja meinen eigenen immer, weil der ist ja zu klein. Kleine Kunststoffteile zum Gravieren. Ein Tuch. Ich nehme mal das für Laserkopf. Ne? So eine kleine Bürste ist da noch bei. Imbusschlüssel, Werkzeug. Dann hast du immer dabei hast. Ne? Und ein USB-Stick. Die Karte habe ich da schon drin. Und das Geile auch hier dran ist, du hast eine Handy-App. Der hat eine WLAN-Funktion. Mit einer Antenne. Da testen wir auch mal kurzfristig gleich, ob das alles so funktioniert. Und dann hast du eben, wie gesagt, über Handy kannst du das schön steuern und das Bild rüberschicken und, ne? Und ja, da wollen wir dann mal testen, ob das so funktioniert. So, hier ist ein Stück Blech. Ich dachte, das Blech ist immer dafür da, dass man das zum Gravieren, aber das ist so da einfach als Unterlage, ne? Ups! Also ich kann euch empfehlen, knack, ich kann euch empfehlen, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr sowas holt, so einen Wabentisch euch besorgt, habt ihr viel weniger Probleme und Stress, als wenn ihr die Flächenbinder am Schneiden seid. Die Schmausspuren unten, dann brennt sie das ein. Also holt euch einen Wabentisch, habt ihr auf jeden Fall mehr davon. Ne? Und die kriegst du auch von Atomstack, genau passend dafür. Die Arbeitsmaterialbreite war, glaube ich, 40, 41, 40 so, 41 so oder ne? Irgendwie so was war das. Ne? Haut hin. Aber wie gesagt, die Qualität ist top von Atomstack. Ne? Sieht auch schön future-mäßig aus. Hat was. Sieht richtig cool aus. Mit diesem Touchpad da vorne auch. Da können wir mal gucken. Ich hoffe, jetzt seht ihr mich. Ich gehe mal aus mit meinem dicken Ding aus. Ding. Hier habt ihr Not aus. Ist immer natürlich ganz wichtig. Ist aus Metall, ist kein Kunststoff und gar nichts. Ne? Hier ist der Power, da kommt euer Stecker rein, USB. Hier ist die SD-Karte. An und aus. Und hier ist die Reset-Taste. Und wie gesagt, hier könnt ihr dann ohne Probleme damit bedienen und so alles. Und einfach wieder draufpacken. Ne? Wie gesagt, hier steht auch, wie gesagt, X20 Pro. Der hat 100 bis 220 Volt. Der hat 120 Watt, was reingeht. 20 Watt geht raus. Dann habt ihr, ach, Arbeitsfläche ist hier, steht hier 40 mal 40. Haut ja hin, was ich gesagt habe. Ne? Und um Handy-App einfach zu laden, ist ja eine Bedienungsanleitung. Oder ihr kennt, scannt einfach diesen QR-Code und dann habt ihr das auch schon. Ne? Das war's dann. Hier ist ja dieser Laserkopf, ist ganz einfach, könnt ihr Höhen verstellen. Hiermit, diese Schraube, löst ihr das wieder. Und das ist das, was ich sagte, hiermit habt ihr denn, da kann nichts passieren, das ist schon verspiegelt alles. Ne?
Da könnt ihr dann reingucken, da die Verstreuung habt ihr da nicht so. Und dann passt das. Die Brille, was ich natürlich sehr gut fand hier wieder, ne? Wie gesagt, den kriegst du so schnell zusammengebaut. Auch als Laie brauchst du dir da überhaupt gar keinen Kopf machen, dass du das nicht schaffst. Ne? Das ist so schnell. Und das Gute daran ist, ne? Hier ist alles auf Deutsch. Gebrauchsanweisungen und so weiter. Ne? In vernünftigen Handbuch übersetzt. Das kannst du mit Laser GBRL benutzen. Das kannst du mit Lightburn benutzen oder mit der Handy-App, was dabei ist. Ne? Aber hier auf Deutsch ist alles erklärt. Da steht natürlich auch genau drin, was du eingeben musst, wie du das am besten verbindest. Also, das geht einfach, das geht so schnell, sage ich immer, aber das ist Tatsache, ne? Das geht wirklich schnell. Das können wir ja gleich mal testen. Wie gesagt, hier ist alles beschrieben, Schritt für Schritt, was ihr machen müsst. Da könnt ihr gar nichts falsch machen. Hier ist ja dieser Abstand, das ist euer, das legt ihr auf euer Werkstück, löst die Schraube, dreht das fest. Und dann habt ihr euren Abstand, den ihr immer zu eurer Linse braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Die braucht ihr, weil sonst haut das nicht hundertprozentig hin. Eine Laserstrehe geht ja so. Und dass ihr auch exakt diese Mitte habt, dafür ist dieser da. Und den packt ihr hochkantig, wenn ihr jetzt das Ding abbauen möchtet hier unten. Ist das, ne? Der war schon fest, den kann man abbauen. Er wird jetzt kein Lüstrup. Und dann, wenn er abgebaut ist, dann könnt ihr den querstellen, dann ist das hier euer Abstandshalter. Ne? Ganz wichtig, aber ich habe den drauf gelassen. Kann nur euer Vorteil sein, wenn der Schutz drauf bleibt. So, drauf machen und fertig. Ich lasse ihn gleich ein bisschen höher. Wir wollen ja gleich noch was lasern. Der soll bis 15, 16 mm Holz auch schaffen. 0,05 Metall, Alufolie, ne? Aber Metall ist für mich uninteressant. Hier ist auch kein Metall bei. Ich wüsste auch nicht, was ich an so einem dünnen Metall habe, ne? Keine Ahnung, können wir einen Finger drunter halten. Nein, war ein Scherz, Gottes will, Gottes will. Aber wir wollen im Holz testen. Ne? Also, wir wollen als erstes mal eben, ich habe ja mein Handy hier. Ne? Ganz spontan, ich habe das noch nicht installiert, also installiert das Programm, aber noch nicht gestartet hiermit. Ne? Ich werde damit auch kein Bild jetzt gravieren oder so, sondern das Bild werde ich ganz normal mit dem PC gravieren. Knack. Weil, ich denke mal, mein Handy muss ja immer da bleiben oder verbunden sein, ansonsten haut er ab. Ne? So, wir wollen mal ganz kurz. Ganz kurz. Ich komme mal wieder rum. Ich komme mal wieder rum. Macht echt einen super tollen Eindruck. Ne? Ich bin nicht rasiert, seid mir nicht böse. Ne? So, hier ist die Handy-App. Wie gesagt, im Handbuch oder hier vorne ist ein QR-Code, den ladet ihr runter. Und dann will ich mal gucken. Öffnen. So, dann ist das schon euer Menü. Und bevor wir irgendwas machen, muss ich das hier im Anstellen. Das werden wir als erstes mal machen. So. So, hier ist die Kabel. Hier geht der rein. Ist aus. Aus. So, dann machen wir mal an. Bam. Ich packe die Metallplatte drunter. Nicht, dass er gleich in mein Hightech bangt. Ne? Ja. So, reinbrettert. Da können wir auch gleich den Display mal vorstellen. Seht ihr hier? Ich hole euch wieder ran. Hier ist dieser Display. Einziges Nachteil ist da, der ist nicht auf Deutsch, der ist nur auf Englisch. Ne? Hier könnt ihr dann alles eingeben, was ihr wollt. Hier könnt ihr da zum Beispiel was laden. Hier habt ihr dann, ups, ich gehe höher. Seht ihr das? Ups, ich muss tiefer jetzt wieder. Ne? Aber es geht ja nur um diesen Kopf, dass ihr seht, dass ihr, ne, dass ihr damit alles bewegen könnt. Mit diesem Touch-Ding. Ne? Ist schon mal richtig cool. Seht ihr, ne? Und das geht natürlich auch mit Handy. Hier könnt ihr dann, wie gesagt, alles einstellen, wenn ihr runter wollt. Da, wenn ihr runter wollt. Hiermit setzt ihr denn euer Punkt, wo ihr denn euer Startpunkt haben wollt, das haben wir im Bild und könnt ihr jetzt hier auf Frame gehen und dann zeigt er euch, wo dieser, ach der lädt, der lädt gerade, ne? Genau, jetzt zeigt er euch, wo dieser Frame ist. Ups. So. Normal. Jetzt fährt er eben ab, wo dieser Frame ist. Das ist euer Arbeitsbereich, wo der gravieren würde. Machen wir aber jetzt nicht, machen wir gleich. Ne?
So. Wie gesagt, ich liebe diese Touchpads. Einfach nur geil. Kannst du super geil damit arbeiten. Ne? Dann haben wir natürlich hier, wenn ihr am Lasern seid, ein Kompressor, Air Assistant, der ist schon angeschlossen und der hat richtig geilen Wumms. Du merkst das richtig, ne? Dieser Strahl ist 1A. Kannst du justieren, je nachdem wie viel du brauchst, ist tip top. So, bevor ich das vergesse, ist tip top. Air Assistant ist deswegen wichtig, wenn du am Schneiden bist oder am Gravieren bist. Ist auch, dass du keine Schmauchspuren hast und wenn du jetzt ein paar Mal am Schneiden bist, dann geht das viel, viel schneller. Alles das, was er schon geschnitten hat, ne? Das ist ja noch da drin oder verdampft sozusagen, ne? Diese Spuren, das wird dann gleich mit rausgehört und dann braucht er nicht noch tiefer nächstes Mal, sondern ist er gleich schon weg. Ne? Ich sehe mich gerade im Kamera. Rasieren muss ich wie die Heini. So, so viel dazu. Ich wollte das aber ja mit dem Handy jetzt mal testen. Als erstes. Ne? Ja. So, ich mach wieder an. Hier steht jetzt, ich habe gar nichts gemacht. Please connect Wi-Fi Atomstack. Confirm. Ja, mein Heimat, du. So, dann gehen wir einmal erlauben. Fritzbox, connect. Please connect Wi-Fi. Wollte ich aber jetzt nicht, sondern ich wollte, dann gehen wir hier oben hin. So, dann haben wir hier oben steht Engraver. Da klicken wir mal drauf. So, Passwort habe ich schon nachgelesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 müsste das gewesen sein. Ne, gibst du da das Passwort ein. So, und jetzt ist der verbunden. Jetzt gehen wir nochmal auf Atomstack. Ist da connected schon? Ne, please connect, habe ich schon. So, und jetzt kannst du zum Beispiel Drawing machen. Ich nehme mal ein Stück Holz runter. So, Pappelholz. Das ist natürlich nicht hundertprozentig gerade, ne? Ja, Pappelholz haben wir jetzt mal darunter. So, please connect Atomstack. Haben wir schon. So, jetzt will ich mal draw. Jetzt will ich irgendwas hier zeichnen, keine Ahnung. Text, wir geben einfach mal Text an, Heini. Heini? Confirm. Okay. Da bin ich mal gespannt. So, next. Soll so bleiben, wie es ist. Next. Oh, jetzt ist das Wichtigste ist, Abstand muss er jetzt haben. So, jetzt habe ich ja was runtergelegt, ne? Und jetzt kommt dieser Abstandshalter zur Geltung. Jetzt mache ich das runter. Nehme den weg. So, jetzt habe ich den exakten Abstand zum Werkstück. Natürlich auch, dass das überall drauf liegt, ne? Nicht, dass er wellig ist. So, Heini habe ich jetzt da. Die Größe haben wir da. 6x2 mm. Hm, können aber größer sein, ne? Dann machen wir mal eben hier weg und machen wir mal eben 5. Ich bin ja ein dickes Kind. Wieso willst du das jetzt nicht? Achso, da. Machen wir 111x37. So. Speed 1500. Da habe ich die ganzen Dinger noch nicht. Das werde ich jetzt mal so lassen. Mal gucken, was der macht. Okay. Ich habe doch schon hier, Kollege. Ich bin doch schon connected mit euch. Wie oft soll ich denn noch connecten? Please connect. Ich habe Atomstack connected. Da kriege ich jetzt wieder Plug. Der ist wieder auf Fritzbox. So. Entschuldigung, da wackelt. Ist nicht alles einfach, ne? So, ich hoffe, jetzt hat er es, ey. So, connect. Okay. Engraver. So, mal testen. Confirm. Connect. Ja, wie oft, ja. Ich hoffe, der hat jetzt. Meine Brust, ja, gibt Krieg. So, nochmal. Uploading. Oh, jetzt macht er es. Jetzt macht er es. Uploading 1%, 100%. Dann müsst ihr jetzt gleich anfangen. Mit der Geschwindigkeit und so habe ich noch gar keine Einstellungen, keine Ahnung. Upload useful. You are, okay, jetzt ist, wie gesagt, ist leider auf Deutsch, Englisch. Und ich muss mal gucken, ob der auch auf Deutsch da ist.
Confirm. Ah, und jetzt habe ich hier ein Menü. Ah, jetzt kann ich hier, seht ihr hier? Ist ja mega. Kann ich sagen, wo der hin soll. Ach, das ist doch toll. Aber das ist doch richtig toll. So, hier will ich jetzt den Körner setzen. Also dieser Startpunkt, das ist diese Ecke. Wenn ich jetzt Frame mache, seht ihr, das ist da, wo ja jetzt mein Name, meinen hübschen Namen hingraviert, du. So, und jetzt gehen wir einfach mal auf Start. Oh, ich mach mal hier an. Absaugung habe ich leider noch nicht. Engraving ist ein Prozess, steht da. Macht der überhaupt was? Hallo. Nee, ich habe, glaube ich, zu wenig Power. Kanzel. Ich habe zu wenig Power. Start. Man sieht noch nichts. Hallo, bist du an? Kanzel. Ich mach mal zurück. So, weg. Wir machen mal zurück. Wir haben zu wenig Speed, zu wenig Power. 1000 Speed. Ja. Power. Ja, was ist das, ey? Das ist ja jedes Programm hat seinen eigenen Speed und Power-Millimeter und so alles, ne? Das ist ja jetzt wieder, ne? Speed. Ich mach mal hier 500. So, Speed. Mach ich auch mal 500. Du musst doch gleich mal brennen hier. Next. So, Uploading. Jetzt nochmal testen. Das Geräusch, was ihr jetzt hört, das ist dieser, sag schon, der Assistent, der ist direkt angeschlossen an eine Düse. Ist super gelöst. So, jetzt geht's los. Uploading, UI, ja. Seht ihr das? Wir fahren wieder, ne? Und Start. Hast du irgendwas? Konfirm. Was macht er jetzt da, ne? Speed 100, Power. Okay, das ist hier eine ganz andere Zahl, wie ich es eingestellt habe, ne? Jetzt geben wir mehr Power ein. Power. Dann ist auch was passiert. Weil noch passiert doch nichts. Konfirm. Und jetzt? Ah, jetzt liegt das auch. Was machst du denn da? Naja, also das mit Heini-Schrift war jetzt irgendwie, das soll das werden, hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Der macht was, aber irgendwie. Ah, jetzt sehe ich das erste. Jetzt macht er was. Jetzt seht ihr die Striche da auch, ne? Okay, dann machen wir mal ein bisschen Speed. Ne? Das dauert mir zu lang. Speed, Speed, Speed. 180, confirm. Ja, jetzt sehen wir das auch. Aber wichtig ist immer, ganz, ganz wichtig, dass ihr da unbedingt Abluft habt. Ohne Abluft kriegt ihr Malaria. Ist ganz, ganz schlimm von der Luft her und so, ne? Also Abluft ist A und O. So, jetzt habe ich mein Handy hier. Und ich lasse mal jetzt, dauert natürlich ein bisschen, oder geht das noch schneller? Ich mache mal noch schneller, das dauert mir zu lange. Der geht auch nur bis 200. Okay, jetzt nimmt er ein bisschen Fahrt auf, ne? Power 200, das ist mir ja zu viel. Dann nehme ich auf jeden Fall jetzt weniger. Weil ich habe da Funkel gesehen, muss ja nicht sein, ne? Jetzt mache ich mal Power in die Hälfte. 100. Und da geht er richtig tief rein. Darum ist gut, dass ich jetzt den 100 gewählt habe. Und dann lassen wir einfach mal laufen, ja? So, schieben wir mal hin. Der ist 700 Meter tief drin, da war ein bisschen zu viel Power. Okay, da müsste man aber, wie gesagt, noch lernen. Ne?
Ich will mal ein Bild machen. Seht ihr hier? Ne? Aber mega. Also, ich glaube, mit Handy finde ich super, ne? Dann, ich will mal ein Bild machen. Auf eine Pappel. So, dann will ich mal eben meine kleine Lieblinge holen. Ne? Lotta und Leo. Wo ist die App denn? Ach, die App ist noch an, ne? Seht ihr hier? So, die ist Connecto. Wie viel? Ich gebe dir gleich mal Connect, ey. Einmal erlauben. Wie oft soll ich das denn noch machen? So, Frame brauchen wir nicht. Jetzt will ich mal mein Bild hier holen. Drawing nicht. So, jetzt seht ihr das, mein kleine Schnullis, ne? Das will ich jetzt mal eben machen. Den lasse ich einfach so, wie es ist. Ich glaube eben, okay, den machen wir ein bisschen. Kannst du alles noch verstellen? Seht ihr das? Dunkler, heller. Ups. So. So lassen wir das mal eben. Ich hoffe, das kommt auch super rüber am Handy. Next. Next. So. Die Größe lassen wir so, nee, machen wir mal 10. Soll ja nicht zu klein sein, ne? Also 100 mm, Größe bleibt so wie es ist, ne? So, Power haben wir gelernt, ist ja nicht so, soll nicht so viel sein, ne? Machen wir mal Power 100, müssen wir mal gucken. Speed 1000 lasse ich erstmal. Ja, jetzt. Jetzt hat er ihn, weil der Next war gerade nicht zu sehen. So, und dann gehen wir mal auf Next. Jetzt macht er Uploading. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob der das macht, ne? Aber das mit AI-Assistent finde ich ja cool, ne? Aber arbeitet immer mit Upload, weil hier, boah, wäre schon richtig hier. So, 100% hat der jetzt. Jetzt geht's los. Confirm. Jetzt haben wir wieder da, wo das losgeht, so, ne? Frame setze ich so da. Und dann Start. Und jetzt geht das los. Seht ihr das? Oh, Entschuldigung, ich habe einen Quanten dazwischen hauen. So. Mega. Das können wir noch mehr Speed geben. Könnte alles hier in App schön machen, noch mehr Speed und dann seht ihr, der wird ja noch schneller. Könnt ihr alles einstellen. So, den lassen wir erstmal durchjuckeln und Mama ist gleich wieder da. So, meine Lieben, ich finde, das sieht schon mal richtig, richtig toll aus. Das blendet jetzt aber, ne? Jetzt seht ihr das, ne? Meine kleine Lottermaus, wie ich sie auf meiner Hand habe, ne? Ach, mein Schnulli, ey. So. Was ich aber jetzt noch testen möchte, wie gesagt, Metall habe ich jetzt nicht. Ich habe auch kein Leder oder so. Hier ist ein Stück Stoff, hier sowas zum Reinigen. Ne? Was ich aber noch machen möchte, das können wir hier gleich mitmachen. Ob er auch schneidet. Und dann wollen wir 18 mm Holz gucken, wie lange er braucht zum Schneiden. Bin ich mal gespannt. Aber ich schließe mein Lappy damit eben an. Dann kann ich das ein bisschen mehr steuern. Wegen dieser Zeichnung, wegen Karl, sag schon. So, das habe ich ja ganz vergessen. Und zwar, das ist ja schon drin. Ne? Wir mal gucken, was da drauf ist. Und dann wollen wir mal eben hier schneiden. Wir machen mal eben an. Luft. Wir machen dann mal eben an. So, dann haben wir hier. Kamera drehen ist wichtig. Dann haben wir hier. Curve. Und dann steht jetzt hier zum Beispiel Cutting. Dog, ne? Bin mal gespannt. Dann gehen wir auf Point. Wir machen mal eben. Seht ihr hier? Also ist schon mega geil, ne? So. Das ist mein Punkt. Cut. Eine Runde soll er machen. Das ist jetzt 4 mm Pappel. Ich will mal gucken, ob er das noch einmal macht. Ne? So, yes. Oh. Oh, da geht aber los, du. Power 100, Speed 100 hat er schon vorgeschlagen. Jetzt sind wir die wieder wegqualmen da, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt schon durchschneidet. Ich hänge das mal wieder hin.
Das ist das Schöne daran, dass das magnetisch ist, ne? Bam, kannst wieder hinpacken, fertig. Wenig A und O ist Absaugung hier, du. Ich stehe hier schon in Qualm. Das ist jetzt 4 mm Pappel. Du siehst ja keine Schlaumausspuren, ne? Also ist schon geil. Sieht so aus, als wenn er schon durchkommt, wenn ich dann am Schwänzchen gucke, so, ne? Als wenn er schon durch ist. Bin mal gespannt. Oh, schon fertig. Bin mal gespannt, was er sagt. Ne, ist nicht durch. Jetzt weiß ich auch, wofür der Metall ist, ne? So, das ist nicht durch. Jetzt machen wir das aber mal so. Boah, ey. So. Dasselbe normal, Cutting, ne? Seht ihr hier, jetzt machen wir mal so. Nein, kannst du. Wir machen erstmal Körner da, wo ich jetzt bin. So. Eine Runde. Aber ich will mehr Power. Du kannst die Power ja erhöhen. Ich weiß aber nicht, bis wie weit. Seht ihr das? Es ist schade, dass man das eher nicht machen kann. Und dann Start, sondern das musst du währenddessen machen, ne? So, das mache ich 150. Ihr seht, das wieder qualmt. Darum, Absaugung ist A und O. Und auf jeden Fall braucht ihr eine Absaugung. Sag schon, ein Wabengitter auch. Ne? Ich muss Tür aufmachen. So, ist fertig. Oh, wow, wow. Hat er so ausgeschnitten. Ne? Wie gesagt, ist klar, dass da Schmauchspuren sind, weil eben die Platte. Ihr braucht unbedingt Wabengitter. Aber guckt euch mal das an. Habe ich irgendwas Spitzes hier? Seht ihr, hat er so durchgeschnitten jetzt. Ne? Ich habe mit 150 Watt probiert, 150%. Nur geh raus. Ich habe nichts so was Spitzes hier, dass man das rausdrücken kann. Aber Wahnsinn. Also da unten bin ich. Krass. So, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr seht das. Ne? So, jetzt mache ich mal Power. Ich mache erstmal nur eine Umrundung, oder wie viele soll ich machen? So. Wir machen mal eben Durchgänge, wir machen mal 5 Durchgänge. Ne? Komm, der Aula da rein, du. Ich muss hier mit Brille arbeiten. Ups.
So. Mal gucken. Nein. Hat er noch nicht. Den lassen wir so, wie es ist. Geschwindigkeit hat er, können wir noch mehr Power machen. Nee, aber Geschwindigkeit langsamer. Wir machen noch mal 5 Runden. Der muss ja runterfallen dann. Aber ihr seht schon, wie durch der ist, ne? Mein Gleiche schon wieder. Auch zu wenig Luft aufgenommen, ne? Der hat sich verschoben, seht ihr das? Darum hat er sich nicht hundertprozentig wieder weiterhin berührt hat. Naja, egal, muss er nochmal. Der muss dann gleich rausfallen, ne? Aber der muss ja gleich durch sein. Guck mal, der sieht man so schon, der flammt ja sowas von durch. Oder liegt auch das andere Stück. Das teste ich mal. Fass. Ups, da, wo ist er? Da. Da bin ich. Fass. Oh. Vielleicht war da genau ein Ast oder so. Aber ihr seht hier, dass ich, wo ich das hier mich verschoben habe. Also. Aber überleg mal, wenn man das vernünftig, mega, einfach nur mega. Meine Fresse, wie gesagt, das A und O, ihr braucht Abluft, weil hier steht das Nebel drin, aber ich muss gleich los, ich muss hier fertig machen, nützt nichts, meine Fresse. Aber ihr habt ja gesehen, habe ich das ausgebrochen, hat ja ein bisschen länger gedauert, weil ich hatte hier den verschoben. Ihr seht, er hat zwei, ne, habe ich leider verschoben, wo ich das gerade testen wollte. Und somit hat er es nicht gleich gemacht. Aber ich denke mal, würde auch mit 10, der wäre jetzt 15 mal. Okay, der wäre schon viel schneller durch, wenn ich nicht so dusselig gewesen wäre. Aber hier kannst du Fingerzinken mitmachen, ne? Geil. Und was für eine saubere Schnittkante. Ja? Natürlich müssen wir testen, ob man leimt, ob der Leim auf diese Schmauchspuren hält oder so, ob das bindet. Müsst ihr dem testen, ne? Aber ich bin, ne, Wahnsinn. Wie gesagt, dass er ja zu lange gebraucht hat, das war meine eigene Schusseligkeit. Weil, wo ich das jetzt rausbrechen wollte, ist ja müh verschoben und schon ist er nicht mehr in dessen Schnittkante, wo er sollte. Und schon hat er alles leider, ne? Aber ey, überleg mal, wir reden hier von 18 mm. Geil. Ne? Und da müsst ihr eben testen, wie gesagt, mit diesen 20 Watt Laser, wie viel Power und wie viel Geschwindigkeit ihr dazugeben müsst. Das ist ja bei jedes Programm, GBRL ist ja anders wie das Handy-App, was ich gerade getestet habe, oder eben das Lightburn. Muss immer alles anders einstellen. Ne? Bei meinen Lasern nochmal wieder anders. Also von daher, ne? Aber ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ne? Wenn man jetzt das wegjumpen würde, wo ich da gerade eben, ne? Aber krass. Kannst echt Fingerzinken mit meinen. Dann, was ich noch genauso geil fand, ist diese filigrane Arbeit, was der macht, ne? Also, dass er, der hat aber einmal hat das rausgeschnitten, ne? Habe ich eben Watt erhöht, zack, bumm, das ist jetzt 4 mm Pappel. Es ist Wahnsinn. Seht ihr, ne? Und dann auch noch gleich, wo ist das? Weil das Bild, was wir begrafiert haben, die Slottermaus, ne? Über die Handy-App. Also, das ging ja so einfach, wie gesagt, aber wie gesagt, muss man eben sich mit beschäftigen. Ne, ich wollte gerade sagen, Metall hat er geschnitten. Gleich bin ich jetzt im Tisch. Ich wollte gerade sagen,
Das ist die Folie da, wo er... Aber das wäre, wenn er hier durchgeschnitten hätte. Aber Andeutungen sind da. Ist aber nur von der Hitze, wo er geschmolzen ist. Weil ich glaube nicht, dass er so Metall schneiden kann. Das kann meiner noch nicht mal. Und ich habe einen 60 Watt Laser mit Keramikröhre. Das wird nicht gehen. Das geht nur mit Fieberlaser und so nicht. Aber das hier nicht. Wie gesagt, der kann anscheinend Metall schneiden, aber 0,05. Das ist ja Alupapier oder was das ist. Ne? Das kann er schneiden. Aber sonst, wie gesagt, mal Holz und Gravieren ist schon cool. Und was nicht schlecht ist, wie gesagt, die Handy-App. Ne? Wenn du kein Handy hast, wenn du kein Laptop hast oder so, kannst du auch gut mitmachen. Wie gesagt, musst du dich reinfuchsen, wie das funktioniert, mit dieser ganzen Geschwindigkeit eingeben oder mit, sag schon, mit Geschwindigkeit und Power, wie viel Power du brauchst. Das ist Erfahrungswerte einfach. Ne? Wie gesagt, hier ist im Buch alles beschrieben, wie du was machst, was du eingeben musst. Und bei jedes Material ist ja was anderes. Ist alles auf Deutsch, ist super. Und ja, ich habe einen Link dafür noch. Der ist jetzt, habe ich glaube ich, 25% günstiger oder irgendwie so. Ne? Verlinke ich euch da unten mal rein. Das war der Atomstack Pro 20. X20 Pro, so war das. Habt ihr gesehen? Ich spucke mit den Air-Assistenten. Finde ich total geil. Und habe ich wahrscheinlich auch zu spät auch noch zugeschaltet. Normal geht das dann noch geiler. Aber ihr seht, was das ausmacht. Diese Schnittkante. Das ist Wahnsinn. Ui. Ne? Also 18 mm Holz. Wahnsinn. Pappe einmal 4 mm. Und diese Gravur. Wie gesagt, ich habe jetzt kein Leder oder alles andere hier, aber du kannst auch Glas damit gravieren. Du kannst, wie gesagt, Glas damit gravieren. Du kannst Leder gravieren. Du kannst dein Übliche eben. Ne? Finde ich einfach nur toll. Wie gesagt, die Zusammenarbeitung oder Zusammenbau ging ratzifatzi. Das ist, ne, also das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr, weil das meiste ist schon zusammengebaut. Brauchst du gar nicht machen. Du brauchst nur mal die vier Teile zusammenpacken, den Riemen rein und fertig. Ne? Ach hier, das wollte ich auch sagen. Wenn du den Riemen reinpackst, ne, hier durch, schiebst du ja durch und dann nimm dir den kleinen Widerhaken oder den kleinen Imbusschlüssel und drück den vorne hoch, dass du über Rad kriegst. Geht ganz einfach, so mache ich das immer. Dann brauchst du nicht abfriemeln. Ich habe Videos gesehen, wo die sich abfriemeln. Ich so, hä, nimm doch das kleine Ding, ist ja dabei. Dass er drüber wegkommt, ne? Ist ganz simpel. Meine Lieben. Jo, das war das, ne? Also ich bin, muss ich sagen, ist sehr, 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 sehr schön, dieser Laser. Hat 20 Watt, ist wie wenn immer größer. Das ist Wahnsinn, was die an Power schon haben, ne? Hier kriegst du auch verschiedene Köpfe für, auch extra noch für Metall. Ich hätte auf der Homepage, könnt ihr ja mal gucken, verlinke ich euch da mal. Die sind nur irgendwie für Metall. Die haben da noch eine andere DPI-Auflösung und was noch mehr Wumms hat anscheinend. Ne? Aber wie gesagt, der 20 Watt ist mega. Ich würde mal Lightburn empfehlen, weil ich bin Lightburn-Fan und Lightburn ist einfach nur cool. So, meine Lieben, ne? Ich bin auch cool. Ich sage, ich habe euch das unten verlinkt, den Atomstack X20 Pro. Finde ich super geil. Mega kraftvoll, aber sowas Hammer, ne? Wenn ich mir das so vorstelle, das kannst du echt so am PC entwerfen, dann machst du alles hier im Fingerzingenmittel. Holzschneide, der ist Wahnsinn. Meine Lieben, ich sage, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.